Ja, jetzt arbeitest du. Ah, okay, sehr gut. So, das läuft. Eisenproduktion sieht auch schon wieder besser aus. Jupp. Okay. Substations kommen rein. Oh ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, ich kann gleich wieder Sachen abreißen. Du da. So, das heißt, die ganzen... Wo ist hier der Mast? Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Komischer Platzhalter kann, glaube ich, weg. Ja. Zwischending kann weg. Zwischending kann weg. Zwischending kann weg. Oh oh. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Und Rocketry ist fertig. Ja, hier. Nimm das. Substation? So. Ach, warum bist du nicht verbunden? Ach, habe ich mit Shift auf dich raufgeklickt. Gib mir mal Draht. Nimm einen davon. So. Schon besser, hm? Ja, schon besser. Komm mal mit. Das können wir gleich noch verbinden zu. Du stehst. Was? Doch, die sind richtig. Ja, sieht man da ganz gut. Okay, jetzt du kannst weg. Ich werde das jetzt alles zigmal überprüfen müssen, ne? Aber ja, geht genau bis zwischen den Kisten. Geht genau bis zwischen den Kisten. Überlappt sich, ist alles gut. Du kannst weg. Du kannst, glaube ich, auch weg. So, wo als nächstes? Hier unten, ne? Du komisches Wuselding. Direkt oberhalb der Lampe. So. Warum bist du ein Viererblock? Ich habe so viel Mist gebaut am Anfang. Weg, weg. Also hier. Oh oh. Genau, nicht weglaufen, was immer. Da, du bist jetzt doof. Das heißt, du musst weg. Du hättest jetzt keine Eisenplatten. Also ich habe mir echt Sorgen gemacht gehabt, dass hier zu viel jetzt schief läuft. Aber bisher scheint das. Oh. Abgesehen von den ganzen O-Os, die da immer wieder kommen, scheint es sehr gut zu. Was? Ja, nee, geh da weg. Achso, die Stromabdeckung kommt von denen da hinten. Das ist nicht gut. Da ist richtig. Abgesehen von den O-Os und hier mal da, hier mal da, scheinen sich hier zumindest keine Fehler eingeschlichen zu haben. Das heißt, wir haben es jetzt echt geschafft, ein System aufzubauen, das nicht umgeändert werden musste. Jedenfalls was das Strom angeht. Wir haben da so ein kleines Problemchen im Osten, aber das kriegen wir schon noch weg. Warum kann ich jetzt hier keinen Draht drüber machen? Weil ich es kann. Okay. Problem gelöst. Du bist eigentlich... Richtig. So. Weg, weg. Auch alle weg. So, Stromversorgung da oben. Das ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste war mir echt hier unten der Herstellungskomplex. Das heißt, wir können... Ja, hier hinten... Boah, ist das eklig. Das ist irre eklig. Ja, mach weg. Weg, 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 weg. So. Und bei dem ganzen Hackmeck habe ich natürlich diese und letzte Folge nicht so wirklich meine Quote erfüllt. Ich habe am Anfang der letzten Folge meine Quote von der vorletzten und der vorletzten Folge erfüllt. Ich bin kein Quotenmensch. Du da. Du brauchst wieder Rohr. Ja, ist okay. Stellen wir irgendwann irgendwo bestimmt für dich her. Stahl. Und du da unten hast keinen Strom. Das ist nicht schlimm. Die zwei schaffen das wohl schon, weil irgendwie kein... Mist. Irgendwie kommen keine Ressourcen mehr an. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, Sir.
Das kommt daher, dass hier oben die Ärmchen alles wegschnappen. Wobei, du warst hier sogar richtig eingestellt, ne? Du kannst immer Kupfer nehmen und wir beschränken dich einfach auf 2. So, wow, was ist da gerade für ein komischer Anti-Lag? Sah so aus. Du hättest jetzt gerne auch mal Kupferplatten. Da wird eh nicht so oft geflogen, weil die Dinger herzustellen dauert eine Weile. Noch irgendwo Ärmchen, die was kaputt machen könnten. Du? Ja, du hast schon was kaputt gemacht. Du bist jetzt so einer. Hättest gerne Eisenplatten, aber davon nur 50. Und mein Spielercrafting macht nichts. Hol dir bitte rote Chips ab. Hol dir bitte Kompressor ab. Ich das ab. Mach neu. Achso, ich muss die komischen Frames erst noch machen. So, neue Roboter. Wie haben Sie viele Roboter? 56, wovon 30 Leute nichts zu tun haben. Okay. Und alle nutzen denselben Roboport. Das ist nicht gut. Definitiv nicht gut. So, jetzt kommen auch unten die Ressourcen an, ne? Ja, okay, okay. Hey, komm mit Chatcam. Sehr schön. Und die Giftkapseln, die ich eventuell testen könnte, und Slowdown-Kapseln und alles Mögliche. Ja. Nein. Oh, ich habe das Blei gar nicht eingeschmolzen. Ja, geht jetzt ganz normal. Interessant. Stahlhelmet. Smog. Wir haben neue Auswulstungen um unsere Basis rum. Nicht gut. Bau bitte. Was bringt es, wenn du sie baust und nicht einsetzt? Da müssen sie rein. Okay, bau bitte, bevor ich das jetzt total verdränge. Die Dinger, dafür brauchst du Steinzahn wieder. So, bau Secondary Steam Engines, richtig? Primary waren Solar Panels, Secondary waren die Sauberwassers, Tertiary waren die Dreckigwasser. Bau das. Schnapp dir irgendwo Eisenplatten, wahrscheinlich da unten. Nicht viel. Definitiv nicht viel. Okay. Hat sich irgendwo was eingeschlichen, was da nicht rein sollte, wie in den komischen amoklaufenden grünen Ärmchen, die keine roten Kabel mehr hatten. Sieht soweit alles okay aus. Muss ein bisschen teilen. Was? Oh, ihr seid voll. Ja, okay, dann. Spricht was dagegen, dass ich die Drahtdinger volllaufen lasse? Dann haben wir einen schönen Puffer für später mal. Weil nur dafür verbrauchen wir Kupfer eigentlich. Ja, mach mal. Wir brauchen schön unser Kupfer, damit wir ganz viel Draht haben und ganz viel Chips haben. Ja, hier scheint es okay zu sein. Also ist nicht so viel schief gelaufen, wie es hätte schief laufen können. Du hättest gerne Stein, auch wenn wir noch keinen Anbieter dafür haben. So, bau mir jetzt. Da ist die Secondary Dimension. Bau noch mehr Secondary Dimensions. Pumpen hatten wir schon. Boiler bräuchten wir. Dafür brauchen wir Holz. Jupp. Mal dahin und hol Holz, bitte. Was? Und dafür brauchen wir Stein. Bitte gib mir Stein. So, Boiler. Ganz viel komisches Holzzeug, ist okay. Und Steinzeug. Rohre vielleicht auch noch hinten ran klatschen. So. Ja, die laufen fast mit voller Auslastung. Ist ja an sich auch schön und so, ne? Aber
bald, bald kommen die Lasertürme. Dann wird das hier hinten und vorne nicht reichen. Ja. Na gut, du... So fing das an. Wir hatten hier den Liquid Handle, den ich noch nicht gebaut habe. Wofür wir noch mehr Eisenplatten bauen. Dann kommen hier 1, 2, 3 Boiler und da nochmal so. Dazwischen normales Rohr. Als Platzhalter könnten wir da ein Rohr hinpacken. Also nee. Kisten. Das sind noch alles von Hand befüllte Kisten. Die müssten eigentlich allesamt umgewandelt werden in blaue Kisten und das wird stahlmäßig teuer. Sollte ich aber trotzdem jetzt schon mal anfangen. Wie machen wir das bei euch mit Strom? Ich glaube, bei euch lasse ich das mit den alten Poles, weil ich hier keine Substation zwischengeschoben kriege. Macht Sinn. Ja. Das heißt, hier haben wir nochmal ein anderes Muster. Nee, nicht da. So. Ja, okay. Ist jetzt nicht... Oh, da komme ich gar nicht ran. Ah, doch, da komme ich ran. Ist jetzt nicht wirklich Priorität, aber... Ihr kennt mich. So, weg. Oh. Ah, es geht sogar sehr richtig gut auf. Das heißt, du auch weg. Da dich hin. Das sieht irgendwie komisch aus. So wegen dir. Nö, hier ist irgendwas falsch gebaut. Es war immer ein Pol, Engine Pol, Engine Pol. Ist okay. Bis zur Hölle. Ach so, die haben sich immer überlappt, aber man konnte es nicht sehen, weil da eine Engine drauf stand. Ja, okay. So, 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 so. So, und du wirst jetzt wieder eine Substation. Da, eine teure Substation. Dann können sie dazwischen wieder weg. Okay, damit hätten wir auch das hier entmüllt. Wobei ich hier rein eigentlich nochmal Dingen sollten, ne? Ja, sollten. Wobei ich jetzt schon eher an dem Überlegen bin, doch wieder alles auf Sauberwasser zu machen und komplett ohne Backup-System zu arbeiten. Ja, ich weiß, die Ersten werden aufschreien. Aber theoretisch, so rein von der theoretischen Theorie her, macht es Sinn. Weil solange genug Fuelblocks da sind, was wir fast sicherstellen können, gehen die nie aus und produzieren dadurch viel mehr Strom und dann ist alles gut. Muss ich mir überlegen. Oh, Inventar voll. Ja, muss ich mir überlegen. Das klingt für mich nämlich gar nicht so schlecht. Dann hätten wir dann richtig ein Powerhouse, hätten wir da quasi. Was fehlt dir? Achso, gib die da dahin. Lass die zwei Roboter... Nimm die mit, die armen Jungs. Und lass die zwei Roboter fliegen, die wir als Quote für diese und letzte Folge gebaut haben. Da. Ja, also wenn wir das hier alles mit sauberem Wasser machen würden, hätten wir hier richtig viel Energie. Werde ich mir überlegen müssen bis zur nächsten Folge. So oder so müssen wir jetzt hier eh erstmal... hier irgendwo einen Roboport hinbauen, sonst haben wir gar keine... Abdeckung, um die Fuelblocks dahin zu bringen. Ja. Ja, da überlege ich bis zur nächsten Folge ein Muster und eine Vorgehensweise. Aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass ich alles mit sauberem Wasser machen werde. Ein bisschen auf Risiko gehen, aber dafür dürfen wir eine viel weniger Stromprobleme haben und weniger Platzprobleme. Weil ich sehe das jetzt schon so ein bisschen kommen. Also wir haben sehr viel veranschlagt, aber das... Ne? Wir haben so viele Sachen, die noch Fabriken brauchen. Von Flüssigeisen ganz zu schweigen, das kommt ja auch noch. Ne? Also Flüssigeisen, Flüssigkupfer und so weiter.
Aber das schauen wir dann nächste Folge. Bis gleich.